Erinnert sich noch jemand an die Großbaustelle Potsdamer Platz in den 90er Jahren? Mit der roten Infobox auf dem Leipziger Platz? Nun, so eine Box gibt es in der sogenannten Europa-City nicht und auch keine schwimmenden Kräne. Aber diese aktuelle Großbaustelle Berlins ist dafür etwa 7-mal so groß wie die damalige am Potsdamer Platz. Sie umfasst 61 Hektar, was mehr als 80 Fußballfeldern entspricht. Eine Stadt in der Stadt mit 3000 Wohnungen. Und 16.500 Menschen sollen mal in den Büros hier arbeiten. Endgültig fertig sein wird wohl alles erst um das Jahr 2030. Aber die Bauarbeiten sind schon weit vorangeschritten und vieles ist auch schon fertig. Und das werden wir uns anschauen. Dabei stellen sich natürlich Fragen. Wie ist es möglich, dass in Berlin, mitten im Zentrum, eine so große freie Fläche bebaut werden kann? Was wird dort genau errichtet? Mit welcher Gebäudetechnik? Steht da wirklich das schlauste Gebäude Europas? Wem gehört das Ganze? Entsteht hier bezahlbarer Wohnraum? Wie spannend ist die Architektur? Ist das Quartier zukunftsweisend oder klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Da es viel zu zeigen und zu erklären gibt, teile ich das Ganze auf mehrere Videos auf. In diesem ersten Teil möchte ich die historische Entwicklung des Areals nachzeichnen, Hintergründe und Planungen erklären und die Gebäude zeigen, die um den Berliner Hauptbahnhof südlich der Invalidenstraße entstanden sind. Im nächsten Teil geht es dann um das Quartier links und rechts der Heidestraße. Beginnen wir mit der Beantwortung der ersten Frage. Wie kann es sein, dass heute noch ein so großes Areal mitten in Berlin bebaut werden kann? Dazu schauen wir uns erstmal an, wie sich das Gebiet historisch entwickelt hat. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts lag es noch außerhalb der Stadtgrenzen Berlins und wurde militärisch für Exerzierplätze und Kasernen genutzt. 1717 wurde auf Befehl des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. hier die königliche Pulvermühle angelegt. Das Grundstück befand sich auf dem Gelände des heutigen Hauptbahnhofs und breitete sich immer weiter aus, fast einen Kilometer an der Spree entlang, bis kurz vor Bellevue. Die Herstellung von Pulver war gefährlich und es gab immer wieder Unfälle. Von 1839 bis 1843 wurden die Pulvermühlen dann schrittweise nach Haselhorst in Spandau verlegt. Im Zuge der industriellen Revolution veränderte sich dann alles und Berlin wuchs sehr schnell über seine Grenzen hinaus. 1839 wurden daher Karl Friedrich Schinkel und Peter Josef Lenné vom König beauftragt, Pläne für eine Stadterweiterung zu erstellen. Bis 1859 entstanden der Humboldthafen, der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal und der Nordhafen. Der Humboldthafen, benannt nach dem Naturforscher Alexander von Humboldt, ist ein von Lenné entworfenes Hafenbecken. Es wurden auch Ladestraßen und Flächen für den Güterumschlag angelegt. Der Hafen geht in den etwa 12 Kilometer langen Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal über, der durch den Nordhafen und den Stadtteil Moabit fließt und die Spree in Spandau mit der Havel verbindet. Etwa zeitgleich begann die Eisenbahnentwicklung Berlins. 1838 wurde die erste Bahnverbindung zwischen den Residenzstädten Berlin und Potsdam eröffnet, mit einem Bahnhof am Potsdamer Platz. 1841 folgte der Anhalter Bahnhof, von dem auch die erste vom Unternehmen Borsig gebaute Lokomotive abfuhr. In unserem Bereich wurden östlich und westlich des Humboldtbeckens zwei weitere der insgesamt 8 Kopfbahnhöfe Berlins errichtet. Der Hamburger Bahnhof 1847 und der Lehrter Bahnhof 1871. Vom Lehrter Bahnhof aus fuhren die Züge in die westlichen Provinzen Preußens, über Lehrte nach Hannover. Später ging es von hier aus auch nach Hamburg und der Hamburger Bahnhof wurde stillgelegt. Als Ost-West-Verbindung kam 1882 noch die Berliner Stadtbahn hinzu, die quer durch Berlin verläuft. Auch heute noch fahren die Züge auf einer Länge von 12 Kilometern über 731 gemauerte Wölbbögen. Die Stadtbahn hatte von Anbeginn an getrennte Gleise für den Stadtverkehr und für den Fernverkehr. Schon im ersten Jahr wurden 3,5 Millionen Menschen befördert, im dritten Jahr waren es schon 12 Millionen. Bis 1933 wurde der Großteil der besonderen Nahverkehrsgleise mit elektrifiziert. Das so entstandene Stadtschnellbahnsystem auf Eisenbahntrassen erhielt im Dezember 1930 den Namen S-Bahn. Insgesamt gab es hier also 2 Kopfbahnhöfe mit einem weit verzweigten Bahngelände, einen Güterbahnhof, ein Bahnbetriebswerk und Lokomotivschuppen sowie den Lehrter Stadtbahnhof. Auf dem historischen Foto kann man sehr gut erkennen, dass der Lehrter Bahnhof sich fast bis zur Spree erstreckte.
Albert Speer plante dann, alles wieder abzureißen. Im Rahmen seiner Germania-Planung sollte hier die große Halle des Volkes errichtet werden. Zur Umsetzung kam es nicht, allerdings wurde der gesamte Bereich am Ende des Zweiten Weltkriegs schwer zerstört und der Lehrter Bahnhof nach dem Krieg aufgrund der schweren Beschädigung bis 1959 abgerissen. Der Betrieb des Humboldthafens wurde ebenfalls eingestellt. Der Lehrter Stadtbahnhof blieb allerdings erhalten. Hier befand sich die letzte Station in West-Berlin, bevor die S-Bahn zum Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin fuhr. Das gesamte Bahnareal befand sich nach der Teilung der Stadt in Randlage West-Berlins. Die Flächen wurden als Güter- und später Containerbahnhof genutzt. Zahlreiche Speditionen siedelten sich hier an. Derart wurde das Areal übrigens noch bis zum Jahr 2003 genutzt. Dann wurde ein neues Güterverkehrszentrum vor den Toren Berlins bei Großbern in Betrieb genommen. Nochmal zurück zu den 90ern. Schon bald nach der Wende plante der Berliner Senat eine neue Verkehrskonzeption für den Schienenverkehr in Berlin. Dabei entstand das Pilzkonzept, das an der Stelle des Lehrter Stadtbahnhofs einen neuen, modernen Turmbahnhof vorsah, der neben Fern- und Regionalbahnstrecken auch Anschluss an die S- und U-Bahnstrecken bieten sollte. 1992 beschloss die Bundesregierung dessen Errichtung. Der ausgelobte Wettbewerb wurde von dem Hamburger Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner unter Federführung von Meinhard von Gerkan gewonnen. Das Büro hat übrigens auch den ehemaligen Flughafen Tegel und den neuen Flughafen BER entworfen. Nachdem das entschieden war, wurde 1994 von der Deutschen Bahn in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen in Berlin ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt. 14 Architekturbüros wurden eingeladen, um ein attraktives städtisches Quartier mit einer hohen, dem Standort entsprechenden Nutzungs- und Gestaltungsvielfalt zu entwerfen. Prämiert wurden zwei Preisträger: Max Dudler Berlin für das nördliche der Invalidenstraße gelegene Teilgebiet und Oswald Matthias Ungers Berlin für die unmittelbare Umgebung des Hauptbahnhofes, also der Bereich, den wir uns heute anschauen. Ungers Entwurf stellt das Bahnhofsgebäude mit einem nördlichen und einem südlichen Vorplatz frei. Richtung Spree ist es der Washingtonplatz, nach Norden der Europaplatz. Ungers gliedert die Umgebung in ein westliches Stadtquartier mit 7 Baublöcken, die sich an der traditionellen Berliner Blockstruktur orientieren. Das östliche Quartier sieht eine Umbauung des Humboldthafens vor, wo auch Wohnungen angesiedelt werden. Auf den Vorplätzen sind den Bahnhof flankierende Einzelgebäude angeordnet. Im Norden ein Hochhaus mit 100 Metern Höhe und im Süden ein Würfelbau. Aber erst 2005 wurden dann auf Grundlage des Konzepts von Ungers vom damaligen Grundstückseigentümer der Vivico Real Estate ein Architekturwettbewerb durchgeführt und so langsam mit der Bebauung begonnen. Auf die Eigentumsfrage gehe ich ausführlicher im nächsten Video ein. Okay, soweit also die Vorgeschichte. Dann schauen wir uns jetzt die Gebäude unmittelbar um den Hauptbahnhof an. Diese sind schon weitgehend fertiggestellt. Wir nähern uns von Süden aus, kommen vom Reichstag und Bundeskanzleramt und fahren auf den Hauptbahnhof Berlin zu. Das spannendste oder soll ich sagen das einzig spannende Gebäude springt sofort ins Auge, da die Architektur einzigartig für Berlin ist. Der Cube Berlin mit seinen Seitenlängen von jeweils 42,5 Metern, der schon vor der Fertigstellung im Februar 2020 voll vermietet war. Die spiegelnde Glasfassade besteht aus knapp 2000 individuellen Paneelen mit spezieller Solarbeschichtung. Gut 50% der gesamten vom Gebäude genutzten Primärenergie werden zudem durch Wärmerückgewinnung und unter dem Einsatz der Solaranlage auf dem Dach direkt im Gebäude erzeugt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die äußere Hülle an einzelnen Falzen aufzubrechen scheint. Hinter diesen Einschnitten befinden sich Balkone, die den Angestellten auf jedem der 10 Bürogeschosse die Möglichkeit bieten, ins Freie zu treten. Ganz oben gibt es dann noch eine Aussichtsterrasse, die aber nur den Mietern zugänglich ist. Mieter sind unter anderem eine Anwaltskanzlei, die Deutsche Bahn, ein Softwareunternehmen, eine PR-Agentur, das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup und eine Coffeeshop-Kette. Sie wird als Generalmieter die rund 1000 Quadratmeter für Gastronomie im Erdgeschoss betreiben. Durch Untervermietung soll ein marktplatzähnliches, abwechslungsreiches, gastronomisches Angebot geschaffen werden. Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher lobt daher: Die markante Glasfassade und die durchlässige Erdgeschosszone bereichern den öffentlichen Raum. Gleichzeitig wird der Washingtonplatz städtebaulich komplettiert.
Das Gebäude ist voll digitalisiert und wird von einer künstlichen Intelligenz, einem selbstlernenden Hirn, gesteuert, das alle Daten auswertet, aus der Umwelt und aus dem Verhalten, den Gewohnheiten sowie Vorlieben der Mieter. Der Cube gilt als denkendes und intelligentes Bauwerk, als Smart Commercial Building. Dies dient der Energieeffizienz und soll das Gebäude attraktiver für die Nutzer machen. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich gerne mein Video anschauen, das sich ausschließlich und ausführlicher mit dem Cube befasst. Bevor wir zu den nächsten Gebäuden kommen, eine Anmerkung zur Platzgestaltung. Nachdem die Oberfläche des Platzes zur Bahnhofseröffnung im Mai 2006 provisorisch asphaltiert wurde, begann im November 2010 der endgültige Ausbau. Basis war das Ergebnis eines freiraumplanerischen Wettbewerbs aus dem Jahr 1999. Die Freifläche wurde in Anlehnung an traditionelle Berliner Gehwege mit Kleinsteinpflaster und Platten in verschiedenen Abmessungen aus schlesischem Granit sowie mit Bänken aus Naturstein gestaltet. An der Ella-Trebe-Straße wurde ein Baumhain bestehend aus drei Grüninseln angelegt. Der nördliche Teil ist mit 11 japanischen Schnurbäumen bepflanzt. Die Arbeiten konnten im April 2012 beendet werden. Die Kosten beliefen sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Zu der Blockbebauung mit 5 Gebäuden gibt es nicht viel Außergewöhnliches zu sagen. Bis vielleicht darauf, dass auch hier Wert auf die Energieeffizienz gelegt wurde. Also zitiere ich mal den Investor. Unter dem Motto "Ihre Freiheit steht im Zentrum" hat CA Immo das John F. Kennedy Haus unmittelbar am Berliner Hauptbahnhof und Spreebogen errichtet. Neben der Zentralität schätzen die Mieter die Wasserlage des Gebäudes, die optimale Verkehrsanbindung sowie die Nähe zum Regierungsviertel. Das John F. Kennedy Haus überzeugt mit seiner ausdrucksstarken Architektur der renommierten Architekten Auer und Weber und Assoziierte aus München. Die abwechslungsreiche Fassade besticht durch hochwertige Materialien wie Muschelkalk und gebürstetes Aluminium. In den Büroetagen machen die Deckenhöhe von bis zu 3 Metern, bodentiefe Fensterflächen und Flurwände mit Glasausschnitt das Haus luftig und transparent. Das John F. Kennedy Haus in der Europa City ist ein zukunftsorientiertes Green Building und wurde von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, mit Platin zertifiziert. Aber auch bei der Wahl der Materialien stand die Nachhaltigkeit im Fokus. Beim Bau wurden bevorzugt Materialien aus der Region eingesetzt. Die verwendeten Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Daneben steht das 5-Sterne-Hotel Steigenberger am Kanzleramt mit gewohnt großstädtischer Architektur von O&O Baukunst und großzügiger Innenarchitektur von Markus Diedenhofen. Mit einer Bruttogeschossfläche von rund 23.000 Quadratmetern, 339 Zimmern, davon 23 Suiten, zählt es zu den größten Hotels der Hauptstadt und ist in seiner Klasse nun das erste im direkten Umfeld des Hauptbahnhofs. Ein Blick auf das dahinterliegende Intercity-Hotel Berlin Hauptbahnhof vom Fernbahnsteig aus. Das Intercity-Hotel verfügt über 411 Zimmer. Zusätzlich sind 2 Gewerbeeinheiten im Gebäude untergebracht. Der Entwurf des Büros Architekten Reichel und Staudt wurde bis 2013 realisiert. Das Gebäude wurde gemäß der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit Platin zertifiziert. Zur Architektur ein kurzes Zitat aus dem Tagesspiegel. Das Hotel befindet sich in einem grauen Betonkasten, der durch Abwesenheit von Architektur gekennzeichnet ist. Dahinter sieht man das Büro- und Geschäftsgebäude, das den Namen Bertha Berlin trägt. Da es in der Bertha-Benz-Straße als 4. und letzter Baustein des sogenannten Lehrter Stadtquartiers entstanden ist. Es ist ein 9-geschossiges Bürogebäude. Zitat: Das Haus steht im direkten Dialog mit den 3 anderen Bausteinen des Ensembles, für das klare Regeln zur Gebäudeform, Höhe und Materialität vorgegeben waren. Gleichzeitig erhält es durch seine Fassade aus filigranen Natursteinfinnen ein eigenständiges, elegantes Erscheinungsbild. Naja. Da wir gerade auf dem Bahnsteig sind, auch ein paar Bemerkungen zu den beiden Gebäuden nördlich der Gleise. Dort steht mit dem Edge Grand Central das erste deutsche Gebäude, das mit dem WELL Building Standard Gold und mit dem DGNB Platin vorzertifiziert ist. Das ist jeweils die Bestnote. Es wird das intelligenteste und innovativste Bürogebäude Deutschlands sein. Edge Grand Central wird mit seinem hochmodernen IP Backbone den Energieverbrauch minimieren und alles im Gebäude miteinander verbinden, verkabelt oder drahtlos. So wird das Arbeitsleben in dem grünen Gebäude leicht und angenehm. Zitat Ende.
Es kann sich dann mit dem Cube darüber streiten, wer von beiden intelligenter ist. Und noch ein Blick von der Nordseite. Und noch ein Zitat. Es ist ein Ort, an dem die Menschen gerne arbeiten. Und ein Ort, an dem Nachhaltigkeit an erster Stelle steht. Das Gebäude passt zu großen wie zu kleinen Unternehmen, die wachsen und Top-Talente gewinnen wollen. Geplant von Baldwin Wolf Architekten ist das Gebäude fast fertiggestellt. Mieter sollen Scout24 und Oracle sein und ein weiteres 4-Sterne-Hotel. Damit aber zurück zum Washingtonplatz. Beim nächsten Hotel, dem Meininger, möchte ich etwas länger aus einem Artikel von Ralf Schönball im Tagesspiegel vom Mai 2016 zitieren. Er schreibt: Die Entwicklung des Gebietes am Hauptbahnhof begann doch mit einem städtebaulichen Crash, der Schlimmstes erwarten ließ. Einer der ersten Neubauten ist bis heute ein Synonym für Renditearchitektur. Das Meininger Hotel, eine graue Kiste mit schmalen Schlitzen, abgeworfen aus der Resterampe des baulichen Einerlei. Die Verantwortung für dieses Desaster hatte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher ihrem Vorgänger am Amt zugeschoben. Lüscher betrieb damit zugleich Werbung für das eigene Baukollegium, eine Art Geschmackspolizei, deren Vorschriften sich Berliner Bauherren bei Großprojekten unterwerfen sollen. Tatsächlich war das Meininger, von der Höhe des Baukörpers abgesehen, weitgehend ohne Vorgaben aus dem Boden gewachsen, was Meinhard von Gerkan zu einer Tirade veranlasste. Primitive, billige und ordinäre Architektur erkannte er im Umfeld des Hauptbahnhofs, die ihn um sein Werk fürchten lasse. Die Kritik war vor allem auf das Meininger Hotel gemünzt, aber nicht nur. Und mancher wunderte sich, dass die Senatsbaudirektorin lobende Worte für das Sandsteinensemble aus 4 Blöcken gegenüber vom Kanzleramt fand. Allerdings traf das Geviert mit den immer gleichen schmalen Fensteröffnungen und den allenfalls in der Ausgestaltung der Fassadenöffnungen changierenden Bauten nicht wirklich jedermanns Geschmack. Auf dem Platz steht seit 2015 eine 3,5 Meter hohe Bronzeskulptur, ein Kunstobjekt, La Partezza, die Abreise von Giampaolo Talani. Die Skulptur für Berlin war ein lang gehegter Wunsch Talanis und soll die emotionale Seite des Reisens thematisieren. Es gibt Orte, die unser Empfinden auf besondere Weise ansprechen, die uns anziehen und gefangen halten wie in einem unsichtbaren Netz, welches das Fühlen der Welt umschließt. Berlin ist für mich solch ein Ort, dem die Geschichte diese Faszination verliehen hat, sagte Talani. Nachdem die Figur über 2 Jahre entworfen und modelliert worden war, übernahm eine Firma in Vicenza den Guss. Finanziert wurde der Reisende von einem Unternehmen für Kanzleisoftware und der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, die auch die Bauarbeiten im Regierungsviertel koordiniert. An dem Projekt waren ferner die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Kommission für Kunst im Stadtraum sowie das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte beteiligt. Damit lassen wir die Blockbebauung mit Solitär hinter uns und begeben uns über den Washingtonplatz zum Humboldthafen. Schon im Jahr 1932 hatte man den Bahnhofsvorplatz des damaligen Lehrter Bahnhofs nach George Washington benannt. Wichtig zu wissen ist noch, dass das Wasser des Humboldthafens wie auch die Spree hinter uns zum Gebiet Ostberlins gehörten. Die Westseite des Humboldtbeckens war also die Grenze, auch wenn die Mauer auf der Ostseite verlief. Hier ereigneten sich die gezielt tödlichen Schüsse auf Günter Littfin, das erste Maueropfer, als er am 24. August 1961 versuchte, das Becken hinüber nach Westberlin zu durchschwimmen. Mit dem Humboldthafen 1 wurde im Sommer 2015 das erste Gebäude an der Südostecke des Hafenbeckens eröffnet. Das Büroensemble beherbergt seither den Berliner Sitz der Wirtschaftsprüfergesellschaft PricewaterhouseCoopers. Das 120 Meter lange und 25 Meter hohe Gebäude sieht einem Kreuzfahrtschiff ähnlich. Es hat 3 offene Höfe. Vom dritten Innenhof am Alexanderufer können Passanten zur Uferpromenade mit den Restaurants gehen. Die unteren 2 Etagen sind für Restaurants und Geschäfte vorgesehen. Insgesamt 1200 Quadratmeter stehen dafür zur Verfügung. Die öffentliche Nutzung der Uferpromenade war eine Bedingung beim Architektenwettbewerb der Senatsbauverwaltung. Gebaut wurde das Büroschiff vom niederländischen Projektentwickler OVG Real Estate aus Rotterdam. Das Haus soll mit integriertem Blockheizkraftwerk, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung,
energetisch optimierten Kälteanlagen, einer Fassade mit besten Dämmwerten sowie einer Dreischeibenverglasung das derzeit grünste Bürogebäude Berlins sein und zu den Top 10 der nachhaltigsten Bürogebäude Deutschlands gehören, heißt es. Die Investoren vom Humboldthafen 1 haben das über 130 Millionen Euro teure Bürohaus an zwei Altersversorgungsgesellschaften verkauft. Wenn alles mal fertig ist und die Restaurants eröffnet, könnte es hier abends wirklich nett werden. Wenn man sich so umschaut, gibt es noch einige unbebaute Flächen am Hafenbecken. Über die wird derzeit zwischen Berliner Senat und dem Bezirk Mitte gerungen. Gegenüber, auf dem Baufeld östlich des Washingtonplatzes, plant der Bund eine Blockbebauung, die sich architektonisch und in ihren Ausmaßen an den Gebäuden orientiert, die wir uns vorhin angeschaut haben. Auf der Ost- und Westseite des Humboldthafenbeckens sollen noch zwei schmale Riegelbauten entstehen. Der Bezirk möchte die Flächen am Hafenbecken nun aber unbebaut lassen und dort lieber Freiflächen entwickeln. Da dies dem endgültigen Bebauungsplan widerspricht, wird das Thema seit mehreren Monaten im Abgeordnetenhaus verhandelt. Das Ergebnis dieser Diskussion ist, soweit ich weiß, noch offen. Zum Abschluss noch ein Blick auf zwei bereits fertiggestellte Gebäude, die in den vergangenen Jahren nach einem Entwurf des renommierten Architekten Hadi Teherani realisiert worden sind. In den zwei direkt an das denkmalgeschützte Hafenbecken angrenzenden Gebäuden ist eine Mischung aus Wohn-, Büro- und Einzelhandelsflächen umgesetzt worden, wobei der Anteil an hochwertigen Eigentumswohnungen dominiert. Was sagt der Prospekt? Aus der Feder von Star-Architekt Hadi Teherani entstand am Ufer des denkmalgeschützten Humboldthafens in Berlin-Mitte das preisgekrönte Projekt Humboldthafen. Insgesamt 188 exklusiv ausgestattete Wohnungen in direkter Wassernähe bieten den Bewohnern einen gewissen Hauch Luxus, kombiniert mit hohem Wohlfühlfaktor. Ein unbeschreibliches Wohngefühl entsteht durch lichtumarmte Wohnbereiche, großzügige Balkone, Loggien, Terrassen oder Erker. So lassen sich die Sonnenauf- und Untergänge besonders gut genießen. Überzeugen Sie sich von der beruhigenden Wirkung des Wassers an dem wohl zentralsten Ort der Berliner Innenstadt und genießen Sie einmalige Lichtachsen sowie volle Sonnenstunden durch die verschiedenen Ausrichtungen der Wohnbereiche. Es sind noch Wohnungen frei. Zwei Zimmer, Schlafzimmer, zwei Badezimmer, 122 Quadratmeter für 2.800 Euro kalt oder 3.157 Euro Warmmiete. Beispielsweise. Mit einem Rundumblick möchte ich diesen Teil zur Europa City abschließen. Der nächste Teil behandelt dann das noch weit größere Areal nördlich der Invalidenstraße. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Kommentare bin ich gespannt. Und natürlich freue ich mich über ein Like, ein Abonnement und Weiterempfehlungen. Bis dann. Das nächste Video zur Europa City ist schon in Arbeit.